Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi. Wir sind hier ein bisschen in einer verzwickten Situation. Wir müssen hier langsam zu dieser anderen Gruppe stoßen, weil die können das hier nicht mehr lange halten. Noch geht's ganz gut, müssen wir mal ein bisschen ausgleichen hier, aber die Warlords spawnen und spawnen und spawnen. Deswegen wird hier nochmal kurz geheilt und hier die beiden Punkte verteidigt und dann greifen wir weiter an. Wobei die sind... Nee, der ist 8 von 31. Kann die nicht hier hin? Ja, die wird auch noch mitgeheilt. Der ist gesund, genau. Und er macht hier ein bisschen Fortification. Ja, ist okay. Alternativ könnten wir auch einfach hier schon mal angreifen. Wie sieht's denn damit aus? Und mit den beiden greifen wir hier an. Das machen wir mal. Wow, 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 wow. Ja, ein bisschen offensiv. Man muss immer einen guten Ausgleich finden zwischen Offensive und Defensive. Ist gar nicht schlecht, das Spiel. Ist wirklich nicht schlecht. So. Vier noch. Sechs Angriff. Das können wir dem Mika zumuten. Und maximal 3 Schaden. Jawohl. Hat gepasst. Now craft bandages in your workshop. Naja gut, Workshop haben wir hier unten irgendwo da. Wenn die das hier noch halten, dann passt das. So, plus 17. Das könnten wir vielleicht wieder hier hingehen und alle Mann zum Craften bewegen. Jawohl, zum Reparieren, nicht zum Craften. So, sind die gesund? Sind die Nee, sind sie noch lange nicht. Cecilia ist auf jeden Fall gesund. Die kann hier mit dazu. Dann ist das schon mal sicher. Ja, das müssen wir so lassen. Wenn der Mika heilt, dann sind wir... Nee, geht nicht. Okay, also wir müssen hier aber noch ein bisschen heilen. Den Sven zum Beispiel. Ich meine, die können ja auch alle mal hier hingehen. Dann kann sie heilen. Hä? Wie wäre es denn damit? Und er geht hier hin und heilt. So. Some characters are idle. Sind hier alle... Ach, hier sind alle fit und geheilt und sowieso und überhaupt und Hopsasa und Tralala. Dann gucke ich mal, was wir machen können. Also erstmal alle auswählen. Sie könnte das hier mal schon mal anfangen, so ein bisschen zu erobern. Da wird geheilt. Wie sieht es hier unten aus? Ja, nächste Runde ist hier wieder voll. Also hier müssen wir nur immer so ein bisschen hin und her switchen. Dann passt das. Wir müssen aber jetzt nochmal wo angreifen. Ich würde ja fast vorschlagen, wir machen hier mal so einen kleinen... ja, dezimieren die schon mal vorab ein bisschen mit unserer Spezialfähigkeit. Eine Runde können wir das machen. Ja, haben wir hier nur zweimal zwei Sachen aufzurüsten, statt hier drei, ne? Um unsere Frontlinie ein bisschen zu verstärken mit Fortification quasi. So. Jetzt sind die am Arsch. Das bedeutet, wir rücken einfach mal vor. Machen sie mal auf Kampf und die gehen dazu. Und er macht auch Kampf und die gehen mal hierhin. Reicht nicht. Bombardement können wir einmal machen. Bombardement. Könnten wir uns leisten. So. Dann kann er hier noch mitmachen. Vielleicht könnten wir auch einfach den Sven noch hier rüberziehen. So. So, finde ich, sieht das ganz gut aus.
Ach, siehste, jetzt hat's funktioniert mit dem Bombardement, aus dem was abgezogen wurde. Sehr gut. Attacke! Nochmal! Und nochmal! Sehr schön, gewonnen, Freunde. Und nochmal bombardiert. Sehr gut. Das ist also auch ein ganz gutes taktisches Mittel. Hat aber eine im letzten Kapitel nicht so ganz geklappt. Egal. Enemy Warlords, aber wir sind ja schon dabei, hier ein bisschen was zu regeln an dieser Stelle. Dann ziehen wir mit ihm mal nach da. Und er macht auch mit. Und die gehen hierhin. Ja. Oder sie macht hier noch mal bisschen Leadership vielleicht. Nee, können wir uns nicht leisten. Einer für alle, alle für einen. Und los geht's. 21. Oh. 17. Das ist schlecht für den Sven. Da müssen wir ihn mal auswählen, dass wir unsere Leute hier nicht verlieren. Jetzt sind wir bei 12. Das ist wieder was für ihn. Und der letzte Angriff. Jawohl. Gewonnen. 19 bzw. 17. Okay, das sieht gut aus. Und gleich nochmal. Gewonnen. Gewonnen. Sven ist Level 6. Tactical Maps können wir craften. Ach ja, wenn wir diese Map hier so halbwegs im Griff haben, dann würde ich sagen, nutzen wir die Zeit nochmal und craften so ein paar Sachen. Das macht Sinn. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin und machen die noch mal platt. Und was machen die mal hier Schönes? Vielleicht Fortify und er auch noch? Nein, er kann nicht mehr Fortify machen. Okay, los geht's. 14, 12, das würde sie gerade so aushalten, ohne zu sterben. Ah, easy peasy. So, und weil wir hier schon mal fast das gemacht haben, mit dem Leadership schon mal angefangen haben, machen wir da auch mal weiter. Gehen mit den beiden aber ruhig mal auch mit hierhin vielleicht, ja? Und lassen ihn mal heilen. Und ihn Fortification bauen. Und die anderen sind alles. Ah, nee, könnte er noch? Nee, kann er nicht. Schade. Schade, geht nicht. New Enemies. Oh, der Leoric, der ist aber schlecht drauf. Dann gehen wir noch mal hier mit hin und heilen mit ihr noch mal mit. Dann geht das ein bisschen schneller. Gucken einmal hier unten, was unsere Freunde machen, wie die sich halten. Na, die sind doch. Das sieht doch gut aus. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ist die Frage, ob wir mit denen einfach mal hier hingehen. Die quasi so ein bisschen Level-up machen. Das machen wir mal. Hä? 24? Das müsste doch reichen, oder? Wir können ja noch mal. Wir können ja einen noch mal mit hinschicken. 89. Vielleicht ihn hier. Nee, reicht. Das geht nicht. Doch, wir können ja tauschen. Und dafür geht sie dahin. Na? Geht nicht. Warum nicht? Geht nicht. Ist ja doof. Ach, weil wir quasi uns noch nicht verbrüdert haben, verbündet haben wahrscheinlich. Na, wir probieren es einfach mal. 24, 12. 6. Was egal, machen wir, ne? Müsste ja klappen. Und auch noch volle 6 abgezogen. Krass. Aber gewonnen. Ja. Ah, okay. Jetzt haben wir sie getroffen. Sie grüßt uns.
Okay, es war nur ein kleiner Scherz. Ihr, die sagt, wir haben euch und nicht wir sie. Naja, ihr habt es vielleicht gelesen, aber sie freut sich, dass wir sie gerettet haben. Und ja, jetzt gibt es hier Komplimente hin und her. Ja, wir machen das alles toll und ihr habt eine tolle Festung gebaut und ja. Aber wir müssen hier irgendwie weitermachen. Und werden deswegen. Du, das Ding haben wir schon mal. Wir werden jetzt mit der Cecile mal hier mit hingehen. Und mit denen allen, zack, werden wir die mal platt machen. So. Gut, die werden jetzt da angreifen. Das ist aber nicht so dramatisch. Da können wir vielleicht auch mal einen rüberschicken. So. Dann ist das ungefähr ausgeglichen, ne? Ja, das ist schon okay. Was haben die hier noch? Ach, Bombardement können die machen. Ja. Machen wir nächste Runde mal. Nächste Runde, dann greifen wir die nämlich an, machen hier einmal Bombardement, greifen mit denen an. That's the plan, Freunde. Die sollen hier alle angreifen. Nicht nur der eine. So. Wird doch ein Schuh draus. 45 finde ich jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt. Nein! Nein! Oh. Das war aber 2-1 Risiko, ey. Das hätte ins Auge gehen können. Krass. Wirklich krass. Es wird erstmal ein bisschen geheilt. 51. So, wird doch ein Schuh draus. Und dann. Ja. Kann, die hat 6. Die hat 2 von 8. Kann die nicht noch hier hingehen? Dass die mitgeheilt wird. Dann warten wir mal hier eine Runde. Ja, ich glaube, das ist gut. Das ist sehr gut. Und dann greifen wir mit denen nämlich mal hier an. Machen hier ein Bombardement. Bombardement. Das müsste eigentlich nach da dann gehen. Und schauen wir, ob wir vielleicht mit denen. Dann setzen wir ihn mal hier rüber. Macht ihr hier mal so ein. So, Spezialangriff. Dann können die nämlich auch noch hier rüber. Und dann soll das aber was werden, Freunde. So, bada boom, bada bang. 20. Immer noch 20. Wählen wir sie mal aus. Eieiei, was haben wir denn hier? Heilung. Naja, jetzt sind wir bei 16. Da können wir ihn wieder auswählen. Okay. Each character gains 3 XP. 10 Apfel haben wir verloren, weil hier wieder irgendwas passiert ist. Naja. So, er könnte hier noch eine Runde machen. Und die könnten in der Zwischenzeit schon mal hier angreifen. So. Während er hier mit Fortification baut. Plus 5 nämlich. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und dann könnten wir, wenn wir die hier platt gemacht haben, vielleicht sollten wir das erstmal machen. Oder hier nochmal ein bisschen Fortification. Und die dann platt machen. Dass wir hier ein bisschen gesichert sind. Ja? So. So. Ja, minus 49 ist nicht so schlimm. Können wir 2 Runden, können wir uns das erlauben? Und los geht's hier. Action. 32. Das ist, das finde ich nicht so. 30. Reicht nicht. Wie viel hat sie denn maximal? Lose Item. 20 Combat Points. To the selected character. Na, wir wählen dann mal die gute hier aus. Ja, das ist gut. Jetzt sind wir bei 11.
Und bei 5, da können wir den Sven nochmal ausgewählt lassen. Und bei 1, das kann auch der Sven noch wegstecken. Und dann haben wir die hier auch platt gemacht. Jetzt geht's nämlich weiter an der Stelle. Und zwar gehen wir jetzt mal hier mit hin. Zack. Machen die platt. Moment, die, die Mechaniker 28, 18, 30, 18. Die Mechaniker nehmen wir mal weg. Ja. Zack. So. Eine Runde können wir uns das da noch erlauben. End of turn. Oh, some are idle. Zack, 113. Das sollte wohl klappen. So, 15. Die kann die Verona wegstecken. Nochmal 15. Da müssen wir nehmen wir die Cersel. Jawohl. Gewonnen. Oh, oh. Je näher wir uns hier dem Kriegsschiff nähern. I should have killed you when I had you back at the castle. Ja. Ergib dich, Demerion. Many more enemies on the ships than you expected. Now's your chance to beat Ivar Demerion. You must fight him and his men and win. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, das ist jetzt, da müssen wir taktisch vorgehen. Klug, taktisch, klug. Der kommt mit 100. So, ich würde jetzt erstmal nochmal alle zusammennehmen. Zusammenziehen, wirklich auch. Und heilen. Ja. Heilen. Heilen. So, der Rest kann, glaube ich, nicht heilen. Das sind nur die zwei. Genau. Und dann würde ich die hier nochmal ein bisschen versetzen. Zum Beispiel. Der ist ja fit. Der könnte hier einmal Bombardement machen. Dann ist das Ding nämlich schon mal geschützt. Und dasselbe machen wir nochmal. Beziehungsweise wir wählen mal die, ja, die heilen. 6 von 8. Den nehmen wir nochmal mit. Die auch. Den auch. Die auch. Den auch. Und gehen hier nochmal hin. So. 86 ist okay. Der macht Bombardement. So, jetzt warten wir mal eine Runde. Und vielleicht. Ja, ja, ja. Ist gut. Ja, ich würde gern eine Runde noch heilen. Die Verona. Oder ich würde die hier gern mal platt machen, dass die mal weg sind. Das heißt, wir lassen mal. Wir nehmen die mal alle mit. Greifen die hier mal an. Und lassen aber einen da zum Bombardement. Irgendeinen. Wen denn? Das könnte doch vielleicht mal die hier machen. Die ist, ja. So, dann macht die auch nochmal ein Bombardement. Dann haben wir natürlich nicht mehr viel Luft. Also das war es dann schon fast gewesen. Vielleicht, wie viel kosten das immer? 20. Cost of 40. Oh, 40. Ach, das ist, ja, dann ist, glaube ich, schon fast wieder Schluss, ne? Dann gehen wir doch mit denen schon mal hier hin. Fortification bauen. So, ne? Dass wir da ein bisschen Luft haben. Ich glaube, so kann das funktionieren.
Und die hier können wir auch dann den Wondor mal nehmen und die Cecil mal nehmen. Und die gehen nämlich hier rüber. Ja, so machen wir das. Und vielleicht noch den Sven. Oder die Verona, die nehmen wir auch noch rüber. Für den Fall der Fälle. Und los geht's. So, 14. Das kann doch der gute Sven wegstecken. Zack. Sehr gut. So, dann haben wir da nämlich schon mal geschafft. So, 9 kann sie wegstecken. Locker. So. Das hat schon mal geklappt. Okay. Jetzt geht's weiter. Wir könnten hier im Workshop ein bisschen was craften auch, ne? Mit ihm hier zum Beispiel. Hier mal hingehen. Zack. Und dann... Ah. So, Bombardement geht nicht mehr. Aber hier Basis ein bisschen bauen. Das wird sie hier auch noch machen. Fortification bauen, so. Und die hier werden mal alle angreifen. Und zwar die hier. Dann sind die nämlich auch weg. Und er craftet mal irgendwas Schönes hier. Komm. Mein Freund. Plus 7 Crafting Cost. Kostet 25 Scraps. Das ist jetzt, das ist eigentlich okay. Wir können auch alternativ das Ding vielleicht. Toolkit. Ne, brauchen wir nicht. Was ist das? Plus 9 Leadership brauchen wir eigentlich auch nicht. Bandagen. Hm. Nö, wir machen mal so eine Flintlock. Eine. Und dann, ups, soll er mal craften hier? Also das sieht fast so aus, als wäre das der Endkampf. Und da müssen wir taktisch vorgehen, uns gut aufstellen. Der Anfang ist gemacht und wie es weitergeht, das gibt's in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, tschüss, dein Lumi.